Hallo zusammen, willkommen zum heutigen Training. Und zwar haben wir heute Folgendes auf dem Programm. Ich habe das hier aufgeschrieben. Wir haben zuerst ein Warm-up, 9 Minuten Emum, wo wir uns jeweils 40 Sekunden lang bewegen, 20 Sekunden lang Pause machen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Wir haben 40 Sekunden Jumping Jacks, dann 20 Sekunden Pause, 40 Sekunden Squat to Stand, dann Pause, 40 Sekunden Dumbbell Squats. Pause. Das ganze 3 Runden für die 9 Minuten. Danach Teil B ist Workout. Das ist ein M-Rap mit 21, 15, 12, 9. Jeweils 21 Dumbbell Facing Burpees, 15 Dumbbell, Double Dumbbell Deadlifts, 12 Double Dumbbell Hang Power Cleans und am Schluss 9 Double Dumbbell Jerks. Ihr könnt das Ganze entweder mit der Dumbbell machen. Ihr könnt das aber auch mit der Stange machen, voilà. Oder mit dem Kettlebell. Wir werden nachher miteinander alle Übungen einmal kurz durchgehen, damit auch jeder weiss, was er zu tun hat. Starten tun wir mit dem Warm-up. Dafür tue ich kurz einen Timer einstellen, dann legen wir los. Und in 10 Sekunden fangen wir an mit Jumping Jacks. Und jump. Dann als nächstes Squat to Stand. Hüftbreit anstehen. Wir gehen die Kniebeuge, Finger an die Fußspitze. Beine durchstrecken, kurz bleiben und wieder runter. 4 Sekunden lang. Als nächstes Dumbbell, Kettlebell oder Barbell Squats. Kettlebell kann der Upside Down heben oder Handles 40 Sekunden lang squatten. Ziel ist, dass sie nicht komplett auspowered sind, sondern dass wir ein bisschen eingewärmt sind. Jetzt sind wieder Jumping Jacks. Und
Dumbbell Front Squats, Kettlebell oder Barbell Front Squats. Natürlich haben wir jetzt das Warm-up falsch gemacht, weil wir eigentlich Squat-Stance machen. Also, wir nehmen die Squat-Breite ein, die Füße oben, Finger zu den Fußspitzen, durchstrecken und runter. Letzte Runde Warm-up, Jumping Jacks, dann Squat to Stand, dann Dumbbell, Kettlebell oder Barbell Front Squats. Als nächstes Squat to Stand. Stellt die Hüfte weit an. Langsam in Squat. Fußspitze an der Zeche. Und beide durchstrecken. Letzte Minute, Dumbbell Squats. Auch da wieder Squat Breite rein, Kettlebell weit oben lassen und in Squat. Perfekt. Also, Warm-up haben wir durch.
Jetzt haben wir kurz einen Moment Zeit zum Verschnupfen. Trinken bitte schnell aus. Dass ihr eure Dumbbell, Kettlebell oder Barbell ready macht. Bitte am Anfang, wenn ihr Barbell habt, mit leichtem Gewicht. Und wir machen kurz ein allgemeines Warm-up zu den jeweiligen, zum jeweiligen Equipment, das wir haben. Und zwar haben wir für der Kettlebell, Dumbbell oder Barbell folgende Variationen. Wir starten mit dem Burpee. Und zwar haben wir den Kettlebell, das Barbell oder Dumbbell. Was wir da machen als erstes sind Burpees. Die Burpees sehen folgendermaßen aus. Wichtig ist, sie sind barfacing. Für Barfacing Burpees sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wir haben leichte Knie, Hand am Boden, Füße hinten, Hüfte am Boden, Brust runter, Brust auf, Hüfte auf, Bein führen, mit beiden Beinen abspringen. Eins. Zwei. Drei. Perfekt. Das für Barbell. Das gleiche gilt für Dumbbell oder für Kettlebell. Wir machen einen Burpee, schauen den Kettlebell oder den Dumbbell an, springen drüber. Und noch guter Letzt für den Kettlebell. Gut, dann Deadlifts. Wir fahren hier mit der Stange. Und zwar heben wir die Stange einen Abstand von der Rille entfernt. Denken an Hook Grip. Hook Grip, Daumen drauf, Finger drüber. Dann Stange mit dem Skibein. Parallele verschieben bis zum Knie. Ganz aufstehen. Und machen 5 von denen zum Einwärmen. Gut. Für all die, die einen Dumbbell haben, machen wir folgendes. Und zwar nehmen wir den Dumbbell in eine Hand und machen 5 Deadlifts. Boden berühren, komplett aufstehen. Boden berühren, komplett aufstehen. Wenn wir 2 Dumbbells haben, dann sieht das Ganze so aus. Wir nehmen beide Dumbbells auf und gehen runter und wieder runter. Und dann sieht das so aus. Aber und wieder oben. Gut. Für Kettlebell sieht das dann folgendermaßen aus. Wir haben Kettlebell in die Hand. Zwischen den Beinen. Hüftbreit anstehen. Jetzt die Knie gerade unten und wieder oben. 1. 2. 3. 1. 2. Gut. Wer 2 Kettlebells hat, kann es natürlich auch mit 2 Kettlebells machen. Und zwar haben wir Kettlebells zwischen den Beinen, vorne runter und wieder runter. Gut. Jetzt
zum Hang Power Clean. Wiederum als erstes mit der Stange. Wir haben die Stange im einen Griff. Denkt wieder an Hook Grip. Wir nehmen die Stange in die Hang Position und wir machen 3 Power, Hang Power Clean. 1, 2, 3. Von der Seite sieht das so aus. Stange einmal aufnehmen, Hang Position und Clean. 1, 2 und 3. Mit der Dumbbell sieht das folgendermaßen aus. Wir nehmen die Dumbbell zwischen den Beinen, stellen den etwas breiter an und holen den Schwung. 1, 2, von der Seite. 1, 2. Wenn ihr nur eine Dumbbell habt, dann macht ihr das Alternating. Einmal rechts, einmal links. Zwar so. 1, 2, jetzt wiederhole ich. 1, 2. Mit der Kettlebell das gleiche. Hang Power Cleans. Kettlebell invers drehen. Breit anstehen. Und Schwung holen. Und 1, 2, 3. Sieht der Zettel so aus. 1, 2, 3. Wenn ihr auch da wiederum nur einen Kettlebell oder Dumbbell habt, machen wir das Ganze mit einer Hand. Alternating. Wieder inverse Reihe, breit anstehen, leichte Knie und Schwung. 1, 2, 3, etc. bis wir die 12 Repetitionen haben. Dann als letztes Dumbbell Jerks. Zuerst wie die Kettlebell Barbell Jerks. Wir nehmen die Stange in Front Rack Position. Wir machen den Dip. Auf die Stange auf dem Weg ab, abfangen. Dip, auf, ab. Dip und auf, aufstehen. Mit der Double Dumbbell sieht das folgendermaßen aus. Dann haben wir die Dumbbell wieder zwischen den Beinen. Zuerst einmal auf die Schulter nehmen, dann Dip und fangen. Dip, fangen. Kettlebells, genau das gleiche. Front Rack Position. Dip, auf. Dip, auf. Gut, das sind die Übungen. Nutze vielleicht jetzt gerade den Moment, um kurz auf Pause zu drücken, damit ihr noch ein paar Wiederholungen machen könnt für euch selber. Entscheidet, habt ihr Stange, eine Dumbbell oder Kettlebells. Wenn ihr gar nichts davon habt, könnt ihr das Ganze auch mit einem Rucksack machen oder mit einem Sixpack Wasser, nicht Bier. Das wäre eine gute Alternative. Schreibt euch jetzt das Workout kurz auf ein Blatt Papier oder irgendwo nieder, damit ihr es auch könnt während dem M-Rap anschauen könnt. Wir gehen es mal durch. Und zwar ist es ein 15 Minuten M-Rap mit 21 Dumbbell Facing Burpees, 15 Dumbbell Deadlifts,
12 Hang Power Cleans und 9 Jerks. Nutzt jetzt den Moment, ich tue die Uhr einstellen und wir starten in 1 bis 2 Minuten. Also, wenn alle ready sind, dann drücken jetzt auf Play und zwar von mal in 10 Sekunden. Thank you.
Dumbbell Deadlifts, Barbell Deadlifts. Thank you.
Legst du um dich. Gut, M-Rap 15 Minuten haben wir durch. Good job. Schaut euch das Video vielleicht nochmal an. Vielleicht, wenn euch langweilig ist, machen wir das Training nochmal. Wie gesagt, immer Montag, Mittwoch, Freitag gibt es neue Videos für euch. Tschüss.